Hey, hier ist Miri vom Fettspielen-Team. Es ist Donnerstag, das heißt, es gibt ein neues Movistar-Plätte-Thema und heute heißt es Cosplay Cool. Ihr werdet ja wahrscheinlich alle Cosplay kennen. Das ist ja, wenn man sich so verkleidet für irgendeinen Spielecharakter und den so ein bisschen imitiert oder versucht so auszusehen wie der. Und wir starten jetzt einfach mal, ihr solltet das letzte Mal unter Basketball der, unter Spiel auf fettspielen.de kommentieren. Und ich habe mir da ein paar Leute rausgesucht und werde jetzt erstmal die Mia E21 dran nehmen. Ja, die hat sich nämlich eine Freundschaftsanfrage gewünscht und einen Gästebucheintrag werde ich ihr auch gleich machen. Und danach erkunden wir mal zusammen ein bisschen das neue MSP-Thema und schauen mal, was das zu bieten hat. So, hey Mia, wie gefällt dir das neue, neue MSP-Thema? Ja, rück mal mit der Sprache raus, sag mal Bescheid. Liebe Grüße, Fett Miri. So, das habe ich gemacht. Ich hoffe, du magst deinen Gästebucheintrag. Wir gehen jetzt mal shoppen. Und was machen wir denn zuerst? Wir suchen uns erstmal eine neue Animation. Ja, das machen wir. Natürlich gibt es heute auch dann wieder einen neuen Look. Aber wir schauen jetzt erstmal. Also Cosplay ist das Thema. Dann gibt es hier so, was ist das? Oh, okay. So einen magischen Zauberstab oder was ist das hier? So ein bisschen Disco-mäßig. Okay, Creepy Monster. Ja, das brauchen wir nicht. Dann gibt es hier so ein bisschen Transformer. Ja, das ist auch geil irgendwie. Wird man zum Auto. Und was, ja, nee, das ist mir zu langweilig. Was gibt es hier noch? Hui, das sieht doch so ein bisschen, oh ja, das ist doch actionreich. Das finde ich schon mal gut. Was gibt es noch? Eins gibt es noch. Oh, hier mit so einem Schirm. Nee, das ist nichts. Wir nehmen Like a True Hero. Das hört sich doch gut an. Die Animation habe ich jetzt gekauft. So, und dann werde ich jetzt erstmal weitermachen. Und danach gibt es noch einen Look. Und zwar auch jetzt wieder ein Look für ein Party. Ups, was schreibe ich denn da? Party Sandy XD66. Gibt es die hier? Das hier. Das wird sie sein, VIP 25, Level 25, hat sich auch eine Freundschaftsanfrage gewünscht und eine Look. Ja, apropos, ihr habt ja sicherlich schon gesehen, dass ich inzwischen Level 27 bin. Ist das nicht geil? Ja, ich habe es noch geschafft heute, also doch nicht im Livestream, sondern ja, jetzt danach sozusagen. ja, gut, dann gucken wir jetzt mal, machen wir doch einen schicken Look. Für Party Sandy vielleicht ein Party-Look schicken. Mal schauen, was sie da so im Angebot hat. Ja, also, na, das machen wir ein bisschen zu voluminös. Diese schwarzen Glitzerhaare finde ich ja schon mal nicht schlecht. Dann gibt es hier noch so einen March-Look. Oh, das sieht toll aus. Die ist schön. Was gibt es hier noch? Oh ja, die hatte ich auch mal. Die hier finde ich schön. Die nehme ich. So, schauen wir mal weiter. Okay, das sind alles die gleichen Oberteile. Rosa. Nee. Ja. Habt ihr eigentlich schon mal Cosplay gemacht? Ich habe das ja letztes Jahr das erste Mal auf der Gamescom gesehen, als ich da war. Und ich fand das ja ganz verrückt. Ich habe auch ganz viele Fotos gemacht von den Cosplayern, nennt man die ja, ne? Glaube ich. Also es ist auf jeden Fall was Verrücktes, muss man natürlich zu geboren sein. Es muss einem Spaß machen, da die Superhelden oder seine Vorbilder, seine ja, Spielecharaktere sozusagen zu animieren, sage ich schon, nachzumachen auf jeden Fall und so auszusehen wie die. Wir gucken mal. Ich finde das hier ganz nett. Das ist schön. Ich hatte sogar auch mal so ein ähnliches Oberteil mit so einem Kopfhörer drauf, weil ich stehe ja voll auf Kopfhörer. Oh, das ist auch cool. Das sind tolle Sachen hier, aber ich werde das hier nehmen. Ja, das ist auch mal ein bisschen was anderes. Gestreift mit Farbe, blau, ja. Nicht immer schwarz-weiß. So, gehen wir mal auf die nächste Seite. Was gibt's da Tolles? Na, oh, wo will die weiße Hose? Wäre schon mal nicht schlecht gewesen hier. Ja, die blaue hier, die passt leider nicht so gut. Aber, oh, wäre das ein anderes Blau gewesen, hätte es echt perfekt gepasst. Oder wir können hier die Jeans nehmen. Ja, die ist auch schon mal nicht schlecht. Die finde ich sogar bis jetzt am besten. Gehen wir mal noch bis Seite 10, ob die noch was Besseres zu bieten hat. Nein, so. Dann gehen wir weiter zu den Schuhen. Was gibt es denn da Tolles? Ja, was würde natürlich die passen zwar nicht hundertprozentig, aber die sind schon, ja, besser werde ich es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir vielleicht hier, ja, Kopfhörer brauchst du ja jetzt nicht anzuziehen, weil Kopfhörer hat sie ja schon auf dem T-Shirt. Das wäre so ein bisschen doppelt gemoppelt. Rote Bäckchen, nein, das ist zu extrem. Mir fällt gerade auf, ich habe auch gar keine Schminke, ne? Oh, das ist auch cool. So ein bisschen oben drüber so ein bisschen, wie sage ich, so ein Matrosenlook, ja, meine ich. Und dann drunter so ein Tattoo-Look. Das hat auch was, finde ich. So ein ganz besonderer Stil.
Und dann schauen wir doch mal, was es hier noch Tolles gibt. Eine grüne Brille, nee, das hier. Nee, das passt auch nicht so wirklich. Blaue Schminke hat sie sogar auch. Wer malt sich denn blaue Backen? Sieht dann aus wie ein blauer Fleck. Oder als ob einem jemand eine reingehauen hätte. Okay, dann nehmen wir hier noch die weißen Armreifen dazu. Ja, das ist doch süß, das ist cool. Und den nenne ich jetzt auch Marine. Marine-Tattoo. So, oder Matrosen-Tattoo. So, das ist doch der perfekte Name dafür. Zack, Party Sandy XD. Ich hoffe, du magst den Look, den ich dir gemacht habe. Ja, Bewertung abschicken. Zack. Und jetzt gehe ich mal ins Shopping Center nochmal. Achso, da war ich ja eben. Und in die Schönheitsklinik. Ich möchte jetzt mal nach Make-up gucken, denn ich habe ja gar nichts für meine tollen Bäckchen. Die sind ja hier noch so... Oh, das möchte ich nicht. Kann man das rückgängig machen? Geht das hier? Achso, hier kann man nur die Farben rückgängig machen. Das habe ich auch noch nie benutzt. Wir wollen hier was. Genau. Oh, das ist mein Tor. Mein Tor. Nee, den werden wir ändern. Wisst ihr was, wann wir den ändern werden? Wenn es... Achso, ich kann das hier gar nicht kaufen. Ja, mein Tor werden wir auf jeden Fall ändern, wenn draußen das Wetter auch besser wird. Wenn Sommer ist, dann wird natürlich die Haut auch bräuner. Und dann kann man das machen. Und ich werde jetzt erstmal kurz die Lena 2009, 2003 annehmen, denn der hätte ich nämlich eine Freundschaftsanfrage geschickt. Aber sie konnte sie nicht annehmen, da ich keine Freundin mehr annehmen konnte. Ja, also ein bisschen verwirrend, aber gut. Also Lena 2009, 2003 hat eben noch eine FA bekommen. Und jetzt mache ich mir einen Look. Und ihr könnt schon mal euch merken, was die Bedingung für nächste Woche bis zum 7.5. ist. Und zwar geht heute um 20 Uhr eine neue Let's Play-Reihe von mir online. Und zwar, also das erste Let's Play von der Let's Play-Reihe, Monkey Bay heißt. Das ist von Upias das Spiel, das ist ein richtig cooles Game. Und mit dem Titel Captain Miri, ja, natürlich dann Nummer 1. Und darunter schreibt mal bitte euren Wunsch, euren MSP-Wunsch, euren Namen und ob ihr schon mal Cosplay gemacht habt. Ob ihr schon mal, oder ob ihr Cosplayer vielleicht sogar seid, ja, wer weiß. Das würde mich mal interessieren. Also, wie gesagt, Monkey Bay 001 mit dem Titel Captain Miri bis zum 7.5. darunter ein Comment, ob ihr schon mal Cosplay gemacht habt oder nicht. Eurem MSP-Namen und natürlich euren Wunsch. Und natürlich könnt ihr auch gerne mal dazu schreiben, ob euch überhaupt das neue Spiel gefällt, ja. Monkey Bay. Und ich freue mich auf euer Feedback auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal hier. Ich könnte schon zum weißen Hai werden. Oder kleiner Hai. Kennt ihr noch das Lied? Kleiner Hai. Dum, dum, kleiner Hai. Dum, dum. Ja, das war ein ganz tolles Lied. Also ihr seht, es wird hier schon so ein bisschen Cosplay-artig, wie man das auch mal nennt. Oder so ein Transformer-Look. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag ja auch den Film Transformer. Hier kann man sich ein bisschen zum Minion machen. Das wollen wir aber nicht, denn ich möchte hier mal schauen. Das hier ist doch schon mal nicht schlecht. So. Das hier werde ich jetzt mal nehmen, dann machen wir aber ein bisschen weiß. Das machen wir weiß oder schwarz. Nee, das machen wir weiß. Ach, jetzt habe ich es wieder gleich gemacht. Das machen wir schwarz, das machen wir weiß. Das wird, machen wir mal so einen Gelbton, so ein bisschen edler. Ja, so Gold, ja. Ein bisschen Sailor Moon. Ein bisschen wie Sailor Moon sieht das aus. Schauen wir mal auf der nächsten Seite, die Frisur gefällt mir jetzt nicht da unten. Dann gibt es noch hier sowas, einen Rock. Nee, Schuhe bräuchte ich noch. Hui, die können wir nehmen, die sind sehr Sailor Moon-like, aber gut. Oh Gott, in weiß. In weiß sehen die ja echt aus, als wäre ich... Nee, die, in weiß können wir die nicht nehmen, tut mir leid, aber weiß geht echt überhaupt nicht. Das sieht wirklich sehr preiswert aus. Da sehe ich ja aus wie eine, die auf den Strich geht. So, dann nehmen wir diese Frisur, die sieht doch mal ganz nett aus, aber verändern das noch farblich ein bisschen. Ja, dann muss jetzt noch das hier vielleicht... Oh ja, das passt doch. Das ist doch super. Mehr brauche ich gar nicht. Ja, das ist doch geil. So, mein Look ist fertig. Aber ihr seht, es gibt ganz verrückte Sachen und ich habe mir sogar noch einen relativ ordentlichen Look gemacht. Das werde ich jetzt alles kaufen und bin wieder 6 Diamonds los. Ja, aber das ist jetzt mein Cosplay-Look und den werde ich jetzt auch gleich mal... Ach nee, komm, wir schauen uns mal noch die neuen Items an, was es da so gibt. Oh hier, guckt mal, wie süß diese Kuh, die fliegende Kuh. Keine lila Kuh. Sondern eine fliegende Kuh. Die mache ich jetzt auf meine Wunschliste. Die dürft ihr mir gerne schenken, wenn ihr möchtet. Zack, die ist drauf. Und jetzt gehen wir auf mein Profil. Denn da werde ich jetzt gleich meinen Look runterladen. Oder mir Look, ich muss ja den Look erst schaffen, sozusagen. Ne? Das habe ich ja jetzt auch gelernt. Ich wusste erst am Anfang nicht, wie das genau geht. Aber inzwischen weiß ich, das hat sie noch irgendwas. Ach ja, genau, sie hat noch die Kette an. Die ziehen wir ja aus. Ich könnte natürlich auch mal jetzt eben gucken, ob ich vielleicht doch noch eine andere Frisur mache. Weil irgendwie überzeugt die mich nicht zu 100%. Aber es müsste eigentlich schon vom Thema passen, ne? Ja, komm, wir lassen das. Das ist jetzt mein Look, mein Cosplay-Cool-Look.
Ist er nicht cool? So, speichern. Das haben wir gemacht. Fame habe ich dafür auch bekommen. Tragen. Ja, und da wird auch gleich heruntergeladen auf den Desktop. Und dann kann ich das auch gleich auf mspfans.de hochladen und natürlich auch auf Instagram werdet ihr den Look auch finden. Und ihr könnt ihn natürlich gerne mal bewerten, liken, kaufen, was auch immer ihr wollt. Und jetzt machen wir weiter auf meiner Liste, denn wir haben ja noch ein paar Movie-Stars, die drankommen möchten. Da haben wir die Alicia 12. Ich habe hier 454 noch stehen. Da finde ich sie nicht, vielleicht hier noch mit einem Leerzeichen. Nee. Okay, dann gucken wir mal so. Vielleicht habe ich mich ja auch vertippt. 4. Oh ja, das hier wird sie wahrscheinlich sein. Und dann bekommt sie auch eine FA von mir und ein Wunschlistengeschenk. Und sie hat nichts auf ihrer Wunschliste. Dann wird sie, wenn es geladen hat, einen Breakdance-Banner bekommen. Muss ich die nicht recyceln? Breakdance-Banner bekommt sie. Was bekommt sie noch? Sie bekommt gleich noch was. Weil wenn sie schon nichts auf der Wunschliste hat, dann muss ich ja wenigstens sowas schenken. Dann kommt sie noch Schokolade, das ist immer von meinen speziellen Grüßen. Und noch das Rocker-Sign, wenn das lädt, ja. Das dauert immer ein bisschen lang, weil ich so viele Geschenke habe. So, gut, das haben wir erledigt und jetzt haben wir hier noch, jetzt wird es noch ein bisschen tierisch. My Unicorn forever and ever you stay my heart and I will love you. Genau, auch Freundschaftsanfrage und einen Look. So, dann gucken wir doch mal. Oh, war alte Sachen-Look hat sie sich hier gemacht. Schaffe einen neuen Look von My Unicorn Forever and Ever. Ach, ich mag das Lied. Kennt man das Lied heutzutage noch? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich genau heißt. Aber gut, so. Zack. Und dann schauen wir doch mal, was es da Tolles gibt. Die hier. Die sind super, die passen auch gleich zu ihren Augen. Braun, braun, so dunkel, ganz dunkles Braun. Ja, hier, oh, das ist doch mal ein geiles Oberteil. Oh, das hier, oh, das ist auch süß. Das ist auch nicht schlecht, finde ich. Oh, oder diese hier, ja, das ist ja witzig. Ich stehe ja voll, ich finde das voll witzig, wenn immer so auf den Kleidern so eine riesige Schleife draußen, finde ich irgendwie voll witzig. Da hat auch mal eine Freundin von mir, ihre Mutter hatte auch mal an der Weihnachtsfeier so ein Kleid mit so einer riesigen Schleife und dann sieht halt aus wie so ein Geschenk. Und ich fand das irgendwie total cool, ich weiß nicht. Ja, so, dann haben wir das Kleid, dann brauchen wir jetzt noch Schuhe. Was nehmen wir denn da? Türkis wäre natürlich jetzt cool, passend zur Schleife, aber wird sie wahrscheinlich nicht haben, deswegen müssen wir, nehme ich mal an, schwarz nehmen. Nee, ich hätte jetzt eigentlich gedacht weiß, aber, oh doch, wir könnten die hier noch nehmen. Ja, nehmen wir die. Die passen farblich auf jeden Fall. Und dann brauchen wir jetzt noch ein paar Accessoires, weil so ist das ja ein bisschen langweilig. Ich hoffe, du hast da was Gutes. Wir könnten dir ein bisschen rote Bäckchen machen, aber das ist immer so ein bisschen übertrieben, finde ich. Ohrringe, die sind jetzt auch nicht so. Die Uhr? Nee, Uhr zum Kleid finde ich jetzt nicht so passend. Also die Uhr zumindest, was ist das? Ach ja, das ist doch toll. Dann machen wir noch so ein paar, genau, so ein bisschen Blümchen in die ins Härchen. Bisschen Glitzer aufs Gesichtchen. Und ein Wölkchen. Kennt ihr die Werbung? Ja, und ein Knöllchen. Okay, so, das ist jetzt hier mein Schleifenlook. Der ist doch cool. Ja, ich mag ihn. Ich hoffe, du magst ihn auch. My Unicorn forever and ever. You stay my heart. Und jetzt machen wir noch eine Runde Geschenke auf, würde ich vorschlagen. Ja, machen wir. Da-da-da. Hier. Und ihr denkt bitte noch an die Bedingung bis nächsten Donnerstag, den 7.5. Unter das Let's Play, das heute um 20 Uhr online geht. Monkey Bay 001, meine neue Let's Play-Reihe mit dem Titel Captain Miri. Schreibt mal bitte euren MSP-Wunsch, euren MSP-Namen und natürlich mal dazu, wie euch das Spiel gefällt und auch, ob ihr schon mal Cosplay gemacht habt oder Cosplayer seid. So, ich habe hier Eis bekommen. Vielen Dank, Boy Lukas 1. Vielen Dank. Ja, das ist richtig geil. Das werde ich gleich essen. Ein Breakdance-Banner. Danke. Und was gibt es noch von Boy Lukas? Chocolates for you. Danke. Jojo Line hat mir ein Kükenkleid in Gelb geschenkt. Und Herzchen April, dein Herzchen. Diese tolle Frisur. Vielen Dank. Blau und Schwarz 20011 hat mir diese Frisur geschenkt. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht reingekommen seid. Ich werde ja noch ein paar Folgen Movie Star Planet aufnehmen. Und ja, dann macht's gut. Oh, ich sammle jetzt hier noch einen Moment. Ich sammle jetzt hier noch schnell. Ich habe hier nämlich noch einen, da kann ich neue Quests anfangen. Okay, die mache ich beim nächsten Mal. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Tschüss, eure Miri.